Charlie, willst du meine Frau werden? Und verehrte Zuschauer, unsere Redaktion ist es tatsächlich gelungen, den Vater zu finden, den unser junger Gast hier so sehnsüchtig sucht. Er ist hier im Studio. Mir ist klar, das kommt jetzt alles sehr überraschend für Sie. Aber dies hier ist eine Live-Sendung und ich muss Sie noch einmal fragen. Möchten Sie jetzt Ihren leiblichen Vater kennenlernen? Woher wissen Sie denn das? Sie meinen, ob wir seine Angaben überprüft haben? Selbstverständlich. Wir sind hier eine seriöse Sendung und da können Sie sich ganz auf uns verlassen. Okay, einverstanden. Ich will ihn treffen. Meine Damen und Herren, ich bin selbst ganz aufgeregt. Wir werden jetzt alle gemeinsam Zeuge, wie sich Vater und Sohn zum ersten Mal in die Arme schließen. Hallo Konstantin. Ich bin so froh, dass wir uns endlich kennenlernen. Charlie, bitte, jetzt sag endlich was. Du hast mich auch schmoren lassen. Vorhin im Schneiders habe ich das Etui gesehen und naja, und da hätte ich schon denken können, dass du mir einen Antrag machen willst. Ach, wie ungeschickt von mir. Dabei sollte es doch die perfekte Überraschung sein. Ach, die ist dir trotzdem gelungen. Charlie, weißt du wirklich nicht, ob du mich heiraten willst? Höre doch einfach auf dein Herz. Ja, Bernd, ich will deine Frau werden. Ich wusste nicht, dass du hier bist. Ich komme später nochmal. Nein, Unsinn. Komm rein, du störst nicht. Wir können unsere Patienten doch nicht auf ihre Medikamente warten lassen. Bedien dich. Sag mal, Jana, kann ich dich kurz was fragen? Klar. Also, irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir seit unserer, naja, gemeinsamen Nacht nicht mehr genau wissen, wie wir miteinander umgehen sollen. Also, was mich angeht, ist alles in Ordnung. Wirklich? Klar. Gut. Es ist mir nämlich wichtig, dass sich an unserer Freundschaft nichts ändert. Ich meine, du bist mir sehr wichtig. Mir geht's genauso. Du bedeutest mir wirklich sehr viel. Super. Ja, ich bin froh, dass wir das geklärt haben. Vielleicht sollten wir den Vorfall einfach vergessen? Ganz deiner Meinung. Jetzt muss ich aber wirklich den Zahn zulegen. Ja, lass dich nicht aufhalten. Ich bin dann mal weg. Was ist das für ein Gefühl, das erste Mal seinem Vater gegenüber zu sitzen? Ja, es ist eigentlich, ich kann auch gar nicht so viel sagen, aber es ist auf jeden Fall aufregend und ich bin neugierig. Das geht mir nicht anders. All die Jahre habe ich nicht mal gewusst, dass ich einen Sohn habe. Und jetzt stehst du plötzlich vor mir. Das ist unglaublich. Jetzt können wir endlich alles nachholen. Ja, das würde ich sehr gerne. Aber ich
würde natürlich gerne sicher gehen, dass du auch wirklich mein Vater bist. Aber dafür habe ich vollstes Verständnis. Das Fernsehteam hat meine Angaben ja schon geprüft. Aber ich möchte dir gerne ein paar Details erzählen, die nur du wissen kannst. Das geht doch in Ordnung. Ja, bitte. Also zum Beispiel, Francesca hat Musik geliebt. Bach insbesondere. Die Goldberg-Variation, die hat sie ständig im Auto gespielt, von Glenn Gould. Rauf und runter. Ja, das stimmt. Und sie hatte auf dem rechten Handrücken hatte sie eine kleine Narbe. Und sie trug gerne goldenen Schmuck. Aber ihr liebstes Stück, das war ein kleines goldenes Biedermeier-Medaillon. Vielleicht erinnerst du dich daran. Ja, ich erinnere mich. Entschuldige. Ich kann mir sehr gut vorstellen, wie weh das tun muss. Möchtest du lieber alleine sein? Bitte. Ist es nicht rührend, zu sehen, wie sich nach all diesen Jahren zwei Menschen wiedergefunden haben? Ich hoffe, Ihnen hat unser kleines Special gefallen. Bei Ihnen beiden möchte ich mich noch mal ganz herzlich bedanken für Ihren Besuch hier bei Auf dem Punkt. Verehrte Zuschauer, Ihnen wünsche ich noch einen schönen Abend. Und ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Wollen wir noch irgendwo essen gehen? Dann können wir uns in Ruhe beschnuppern. Sehr gern. Ansgar von Lahnstein. Oh, sehr erfreut. Ja, ob das auf Gegenseitigkeit beruht, wird sich zeigen. Ich hoffe, Sie enttäuschen uns nicht. Ansgar, was soll das? Nein. Lass ruhig. Dein Bruder hat vollkommen recht. An seiner Stelle wäre ich auch skeptisch. Aber Sie brauchen sich wirklich keine Sorgen zu machen. Konstantins Wohl liegt vielleicht niemandem mehr am Herzen als mir. Und, gefällt er dir? Ich finde ihn hinreißend. Bestimmt antik, oder? Ein Familienerbstück. Wie meinst du denn das? Was denn nicht? Ich dachte nur... Ach, du dachtest nur... Jetzt versteh das doch nicht falsch. Ich finde ihn hinreißend. Aber guck mal, da sind schon ein paar Kratzer drauf. Kratzer drauf? Was hast du denn? Gott, ist mir das peinlich. Schätzchen, von mir muss der überhaupt nichts peinlich sein. Auch nicht, wenn du weißt, dass der Ring aus dem Pfandhaus ist. Charlie, du weißt ganz genau, mein Budget ist momentan mehr als beschränkt. Ich liebe den Ring. Vor allem liebe ich dich. Du nimmst es mir also nicht übel? Nein, die Geste zählt. Und dass du dein letztes Geld geopfert hast, das finde ich süß. Und ab jetzt musst du dir um deine Finanzen ja auch gar keine Sorgen mehr machen. Ich weiß. Aus dem Grund will ich dich auch heiraten. Weißt du, was ich am meisten an dir liebe? Deinen Humor. Ich dachte, es ist mein phänomenales Aussehen und meine wilde Leidenschaft. Wilde Leidenschaft? Ich fürchte, da musst du mir noch mal auf die Sprünge helfen. Muss ich, ja? Ja, musst du. Sag mal, sind das da die Fotos von deinem Konzert? Ja, kannst du dir gerne angucken. Auf manchen bist du auch drauf. Also, es ist einfach unglaublich, wie entspannt du wirkst, wenn du am Flügel sitzt. Da vergesse ich auch alles um mich herum. Ich vermute mal, genau das ist das Geheimnis deines Erfolgs. Dein Konzert war einfach fantastisch. Und wieso hat mein werter Herr Bruder dann geschlafen? Was? Geschlafen? Du spinnst wohl. Leugnen nützt gar nichts. Ich habe Beweise. Hier, du hast die Augen zu und kippst fast auf Janas Schoß. Ich bitte dich, so ein Quatsch! Guten Morgen. Oh, habe ich euch erschreckt? Nein. Nein. Überhaupt nicht. Magst du auch noch was frühstücken? Leonard hat das No Limits leer gekauft. Ich sehe schon. Oh, das Dumme ist nur, das Zeug legt sich wie Watte auf die Hüften. Ist aber lecker. Ich denke meiner Dusche drüber nach. So, dann hätten wir hier die Käseauswahl, das Rostbeef, die Crepes. Hier findet sich das Rührei. Dazu die Würstchen, der Speck, die Brotauswahl. Obst. Vielen Dank, alles bestens. Ach du. Guten Tag, Graf Lahnstein. Es
tut mir leid, wenn ich so unangemeldet hier hereinplatze. Das tust du. Und im Moment ist es leider ganz besonders ungünstig. Hast du trotzdem eine Minute Zeit für mich? Es ist wichtig. Von mir aus? Vielen Dank. Okay. Es war mir ein Vergnügen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Mach's bitte kurz, ich erwarte Besuch. Ich habe gestern deinen Fernsehauftritt gesehen. Mir ist klar, dass dir das nicht gefällt. Aber das ist meine Sache, kapiert? Ich bin nicht hier, um dich zu kritisieren, Konstantin. Natürlich, es hat schon wehgetan, dich mit diesem Mann zu sehen. Meinem Vater. Und zufällig bin ich mehr als glücklich, dass ich ihn endlich gefunden habe. Das verstehe ich sehr gut. Und ich werde mich auch nicht einmischen. Aber ich will dich nicht verlieren, Konstantin. Auch wenn ich nicht dein leiblicher Vater bin. Du bist mein Sohn. Und ich liebe dich. Gut. Jetzt lass dich doch einfach überraschen. Komm später vorbei, ja? Gut, ich freue mich. Bis dann. Hallo, Charlie. Elisabeth, es ist noch viel zu früh. Ich weiß, aber deine Geheimniskrämerei hat mir keine Ruhe gelassen. Also los, raus mit der Sprache. Was wird nachher gefeiert? Meine Lippen sind versiegelt. Charlie. Naja, vielleicht einen kleinen Tipp könnte ich dir geben. Du hast mit der Hand sechs Richter angekreuzt. Besser. Bernd von Bayenbach. Guten Morgen, Angelo. Entschuldigung, sehe ich das richtig, dass Sie... Oh, Madonna. Na, herzlichen Dank. Entschuldige, ich verstehe immer noch nicht. Was hat er denn? Oh, das ist Angelos Art, mir zu meiner Verlobung zu gratulieren. Ihr wollt heiraten? Du und Bernd? Ja, das ist tatsächlich eine Überraschung. Ja, es ist für mich selbst noch wie ein Traum. Ich hatte ja keine Ahnung. Und gestern hat Bernd ganz romantisch an meine Hand angehalten. Da konnte ich nicht Nein sagen. Elisabeth, ich bin richtig glücklich. Ja, da gratuliere ich von ganzem Herzen. Oh, hast du dich mit Angela abgesprochen? Nein, entschuldige, Charlie. Natürlich freue ich mich für euch, aber bist du wirklich sicher, dass Bernd der Mann fürs Leben ist? Ja, absolut. Aber ihr seid doch noch gar nicht so lange zusammen. Ja, ich weiß. Und es war ja auch nicht geplant. Klar, Bernd hat seine Fehler, aber er ist warmherzig und humorvoll und charmant. Und außerdem weiß ich mittlerweile, dass er es wirklich gut mit mir meint. Also dann wünsche ich euch von Herzen alles Gute. Komm mal her, lass dich umarmen. Komm. Ach, Charlie. Manchmal erschreckt es mich schon, was für eine Meinung du von mir hast. Natürlich kann ich verstehen, dass du deinen leiblichen Vater kennenlernen willst. Ich dachte, es hat so wehgetan. Ja, das hat es auch. Aber das heißt doch noch lange nicht, dass ich deinen Wunsch nicht nachvollziehen kann. Schließlich muss man wissen, wo seine Wurzeln sind. Und ich hoffe sehr, ihr versteht euch gut. Er scheint sehr nett zu sein. Wenn er dein Vater ist, ist er bestimmt ein feiner Kerl. Vielen Dank. Kann ich dir irgendwie behilflich sein? Ich wüsste nicht wie. Nun, du wirst doch sicher einen Vaterschaftstest machen lassen. Typisch. Fast hätte ich dir geglaubt, dass du einfach nur für mich da sein willst. Das will ich, Konstantin. Ach, und rätst mir als erstes Beweise von meinem Vater zu fordern. Entschuldige, das war nur ein Vorschlag. Und wie gesagt, ich werde mich nicht einmischen. Dann ist ja gut. Da ist er. Hallo, Richard. Morgen. Boah, schön, dass du es hier. Was hast du denn da alles aufgetischt? Bloß ein paar Kleinigkeiten. Darf ich dir Johannes vorstellen? Es freut mich, Sie wiederzusehen, Graf Lahnstein. Wieder? Ich wüsste nicht, dass wir uns kennen. Oh, doch, doch, doch. Wir wurden einander auf einem Ihrer Empfänge vorgestellt. Aber das ist schon sehr lange her. Es tut mir leid, dass ich mich nicht erinnere. Aber zumindest haben Sie auf die anderen Mitglieder meiner Familie einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Ich will da nicht weiter stören. Einen schönen Tag noch. Bis bald, hoffe ich. Ich melde mich. Ich hoffe, du hast viel Zeit mitgebracht. Ich habe so viele Fragen. Was möchtest du denn trinken? Tee oder Kaffee? Kaffee. Und du willst wirklich nicht mitkommen? Ich weiß zwar nicht, was Charlie Schneider zu feiern hat, aber sie hat bestimmt nichts dagegen, wenn ich dich mitbringe. Tut mir leid. Ich bin mit Jana zum Shoppen verabredet. Ach, kannst du nicht absagen? Hallo, hier ist die Spaßbremse auch schon. Hi, Jana. Hör nicht auf den. Hey, so war das nicht gemeint. Ich würde natürlich viel lieber mit euch beiden losziehen, aber ich habe Charlie versprochen, dass ich komme. Ja, mich hat sie auch eingeladen, aber ich habe heute keine Lust auf Pussy-Pussy. Ja, kann ich verstehen. Soll ich ihr trotzdem schöne Grüße ausrichten? Mach das. Gut, dann bin ich mal weg.
Amüsier dich. Mach ich. Tschüss. Magst du noch was essen? Leonard hat viel zu viel gekauft. Ich habe keinen Hunger, aber ich nehme Kaffee, wenn du einen hast. Ja, klar. Was war denn der Anlass für das fürstliche Frühstück? Ach, wir haben uns einfach so mal wieder getroffen, zum Quatschen. Hat Leonard irgendwas Besonderes erzählt? Nein, wieso? Ist was im Krankenhaus passiert? Eigentlich nicht. Danke. Mit. Willst du dir auch die Fotos vom Konzert angucken? Ein paar davon sind ganz gut geworden. Leonard hat sich sogar eins mitgenommen. Ein Foto von dir? Ja, naja, als Andenken an den großen Abend seiner kleinen Schwester. Inzwischen haben wir uns ja schon damit angefreundet, dass wir nur Geschwister sind. Ich meine, ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, das dass ich mal... Das ist schön für euch. Möchtest du irgendwas Bestimmtes einkaufen? Eigentlich möchte ich gar nicht raus. Was denn los? Ich habe gelogen. Gar nichts ist gut. Ich liebe Leonard und ich halte es einfach nicht aus, dass wir nie... Kannst du verstehen, wie das ist? Ja, das kann ich. Oh, Angelo, Sie müssen unbedingt Champagner nachschenken. Neugierde macht offenbar durstig. Nach der guten Nachricht brauchen die ihren Cognac. Ach, Angelo. Wo er recht hat. Feiner Bruder. Dachte, du freust dich wenigstens für mich. Tue ich auch. Aber bevor es ernst wird, setzen wir einen Ehevertrag auf und ohne Widerrede. Sonst kriegst du nicht meinen Segen, ja? Ja, darüber reden wir. Entschuldige bitte, gibt's hier irgendwo Wasser? Ich habe hier nur Champagner gesehen. Und ich muss noch Taxi fahren. Ja, natürlich, komm, Susanne. Oh. Dankeschön. Und was ist jetzt der Anlass? Na, noch ein bisschen Geduld. Liebling. Ich denke, noch länger sollten wir unsere Gäste nicht zappeln lassen. Na dann. So. Liebe Freunde, wir möchten euch jetzt etwas sagen. Wir freuen uns, dass so viele von euch spontan kommen konnten, um mit uns etwas sehr Schönes zu feiern. Ja, und jetzt wollen wir euch auch nicht länger auf die Folter spannen. Hm? Ich? Ja. Nun, ich bin kein großer Redner und was ich zu sagen habe, bedarf auch nicht vieler Worte. Für mich war ein einziges kleines Ja Grund genug, um mich zum glücklichsten Mann der Welt zu machen. Was Bernd sagen will, wir haben uns verlobt und möchten mit euch heute darauf anstoßen. Sonst hat der Bernd doch immer die Freundin von Vanessa angebaggert. Und jetzt heiratet er Charlie. Na und, die beiden lieben sich halt. Bernd? Wenn der sich mal verlieben sollte, dann höchstens in ihr Bankkonto. Jetzt sei doch nicht so fies. Ja, selbstverständlich. Was ist denn hier los? Hm, die hat mir gerade gefehlt. Ich war vorhin bei Konstantin. Hm. Tja, ist wohl nicht so gut gelaufen. Hm? Alles, was ich sage, bekommt er in den falschen Hals. Und in diesen Richard ist er jetzt schon völlig vernarrt. Ja, der Retz ist neun. Ich bin dabei, den Jungen zu verlieren. Das ist alles, was du dazu zu sagen hast. Vater, du dramatisierst. Schön, dass du das so siehst. Vor allem, da du Konstantin auf die geschmackvolle Idee gebracht hast, seinen Vater live im Fernsehen zu suchen. Jetzt wartest doch erst mal ab, wie lange er noch so begeistert von seinem Erzeuger ist. Was soll das denn heißen? Also das mit deiner Freundin tut mir wirklich leid. Single sein hat auch seine Vorteile. Ich kann jetzt machen, worauf ich Bock habe. Ja, richtig so. Lass dich nur nicht unterkriegen. Und falls du doch mal irgendwann einen Durchhänger haben solltest, dann können wir ja irgendwas unternehmen, damit du wieder auf andere Gedanken kommst. Wie wär's mit einem kleinen Turn im nächsten Frühjahr? Ist das denn ernst? Ich liebe Boote. Ansgar und ich wollten immer im Mittelmeer segeln, aber wir sind nie dazu gekommen. Ja, dann ist das abgemacht. Sobald das Wetter besser ist, wird angesegelt. Geil. Jetzt erwarte nicht so viel. Es ist wirklich nur eine Nussschale und alt dazu. Aber deine Mutter hat es trotzdem immer gefallen. Du warst schon mit Francesca da? Wann immer sie sich vom Schloss loseisen konnte. Wir hatten herrliche Tage auf See verbracht. Ich vermisse sie immer noch sehr. Ich auch. Hier, das wurde aufgenommen, kurz bevor sie gestorben ist. Ich habe es immer bei mir. Aber jetzt habe ich ja dich. Du erinnerst mich sehr an deine Mutter. Komm, jetzt lass uns erstmal eine Runde shoppen gehen. Gegen Liebeskummer hilft nichts so gut wie sinnloses Geld ausgeben. Ich will nicht shoppen. Ich will Leonard. Sarah. Es könnte so schön sein.
Ich liebe ihn und er liebt mich auch. Daran hat sich nichts geändert. Ich hätte mir früher nie vorstellen können, wie es ist, mein ganzes Leben mit einem Mann zu verbringen. Aber mit Leonard geht es nun mal nicht. Ich wünsche mir nichts sehnlicher, als mit ihm verheiratet zu sein, für ihn da zu sein, seine Kinder zu kriegen. Herrgott, Sarah, ihr seid Geschwister. Das ist dumm gelaufen, aber ist jetzt auch nicht mehr zu ändern. Finde dich endlich damit ab. Und Carla, wie geht's dir? Alles bestens. Im Job. Baby geht's auch gut. Schön. Hallo, ihr zwei. Oh, hallo, Leonard. Lange nicht gesehen. Ja, helfe ich her. Kein Kass zuletzt. Verwandtschaft hin oder her. Das ist eine geschlossene Gesellschaft und du bist nicht eingeladen. Das würde ich mir an deiner Stelle noch mal ganz gut überlegen. Oder soll ich deine Gäste mit einer netten Story aus deiner Jugend unterhalten? Wann geht es endlich in deinen kleinen Kopf, dass ich mich nicht von dir erpressen lasse? Ach, wirklich nicht. Wirklich nicht. Aber wenn du Geld für die Rückreise nach Meppen brauchst, wie gesagt, dann zeige ich mich gerne großzügig. Ich denke nicht daran, nach Hause zu fahren. Mach, was du willst. Nur verschone mich mit deiner Gegenwart. Bernd, Liebling, hast du eine Sekunde? Was gibt's denn? Meine Nichte ist etwas begriffsstutzig. Würdest du bitte zeigen, wo der Ausgang ist? So einfach geht das nicht, Tantchen. Ich war schon eine Ewigkeit nicht mehr in Düsseldorf. Ich bin gespannt, was sich alles verändert hat. Tja, das kann ich natürlich auch nicht so genau sagen. Die Kühe gibt's jedenfalls noch. Hey, was willst du denn hier? Wir wollten gerade in die Stadt. Hast du Lust mitzukommen? Ja, gute Idee. Dann können wir uns auch gleich besser kennenlernen. Nee, doch wohl eher nicht. Stimmt irgendetwas nicht mit mir? Ja, mit Ihnen stimmt ja wohl so einiges nicht. Bitte? Ansgar, was soll das denn? Konstantin, ich weiß nicht, wer das ist, aber eins weiß ich ganz genau. Er ist nicht dein Vater. Mach jetzt bitte keine Szene. Ich bleibe. Wenn du Geld brauchst, ruf mich nachher an. Für deine Kleckerbeträge bekomme ich nicht mal ein anständiges T-Shirt. Du bist ja immer noch da. Bernd, ich meinte das ernst, dass ich Olivia hier nicht mehr sehen will. Ja, Charlie, ich weiß, aber ich... Wenn du sie nicht rauswirfst, mache ich es eben selber. Aber Tantchen, sei doch nicht so ungastlich. Ich habe dir extra ein kleines Video mitgebracht. Charlie, du hast recht. Ich schmeiß sie raus. Fass mich nicht an. Du hattest einmal das Vergnügen und nie wieder. Olivia. Du hast die Wahl. Entweder du sagst es ihr oder ich zeige ihr, du weißt schon. Bernd, wovon redet sie? Ach, nichts. Ich weiß auch nicht. Also gut. Hier drauf habe ich ein kleines Filmchen, das dich sicher brennend interessieren wird. Was soll das? Was für ein Film? Sekunde. Warte. Charlie, ich muss dir was gestehen. Ich habe... Oh Gott, ich weiß gar nicht, wie ich dir sagen soll. Ah, da hab ich's ja. Komm, steck das Ding weg. Ich habe mit Olivia geschlafen.